bin sehr zufrieden heute mit der Tour. Sehr zufrieden, wirklich. So, das wird eine kleine Herausforderung hier. Das macht richtig Laune. Ich bin gerade echt im Drive. Ich bin auf der Suche nach dem Radweg. Ich bin gespannt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, guten Morgen. Tag 5 meiner Radreise auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Heute ist der 13. August 2022. Ich bin aber schon länger unterwegs. Zuvor, ich glaube 3 oder 4 Tage, bin ich ja von Horb am Neckar dann am Bodensee runtergefahren und hatte Patrick von Patrick unterwegs hier getroffen. Aber jetzt, heute geht es weiter Richtung Königssee oder zum Königssee. Da habe ich auch schon einen Campingplatz klar gemacht. Das ist Camping Mühlleiten. Und ich bin auf die Etappe heute gespannt. Gestern Nachmittag, das war doch recht enttäuschend. Ja, ich habe es heute mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es ist jetzt 20 nach 8. Ich bin um 8 aus dem Zelt gekrochen, habe schon meine Isomatte aufgerollt und Schlafsack. Und im Zelt schon soweit alles vorbereitet, sodass ich dann nicht von außen immer reinkrapseln muss. Jo, dann packe ich mal so langsam weiter zusammen. Ich mache mir hier noch einen Kaffee. Hier gibt es auch direkt Herdplatten, sodass ich meinen Gaskocher nicht aktivieren muss. Jupp, dann freue ich mich und das Wetter ist super. Am Montag soll es leider wieder regnen. Das heißt, übermorgen, wenn ich dann am Königssee starte, das ist ja schon morgen, ja. Mal sehen. Ich werde dann weiterfahren auf der Alpe Adria. Allerdings nicht ganz durch bis nach Grado an die Adria, sondern bis Villach, das habe ich glaube ich schon erwähnt, um dort von dort aus mit dem Zug wieder zurück nach München zu fahren und dann weiter nach Hamburg. So, packen angesagt. Hier war es ein bisschen schwierig mit den Heringen, die überhaupt reinzukriegen. Die hatte ich dann möglichst horizontal reingeschoben, dass sie zumindest etwas halten. Aber das Zelt ist ja selbststehend, von dem her ist das nicht so das Problem. Da hinten liegt auch schon mein Außenzelt zum Trocknen über so einer Hecke. Den Schlüssel habe ich ewig lang gesucht. Die Alarmanlage, die klackt immer. Hier meint, dass die Batterie alle ist, aber es lässt sich nicht abstellen. Ich hatte schon mal die Batterien gewechselt. Danach war das immer noch. Ich glaube, das Ding sortiere ich mal aus und nehme es aus der Liste unten aus den Beschreibungen raus. Machen wir noch mal einen Kaffee. Da drin habe ich die Knöpfe für die Herdplatten nicht gefunden. Ich glaube, die haben sie stillgelegt, aus irgendwelchen Gründen. Das Pulver ist schon ein bisschen verklumpt. Jetzt drücke ich das hier in der Tüte ein bisschen. Dieses grobe Pulver, diese Granulatsplitter, ja, die hatte ich ja auch mal, die zerstören solche Tüten. Die werden ganz schnell undicht. 20 nach 10 und ich bin endlich vom Hof. Nachdem ich den Campingplatz bezahlt habe. Ja, ich habe mir Zeit gelassen. Ich habe nur 77 Kilometer heute. Und es gibt unterschiedliche Aussagen. Bike-Router sagt 651 Höhenmeter. Und Osman kommt auf 953. War schon merkwürdig. Ja, ich lasse es ruhig angehen heute. Und Ziel ist der Königssee heute. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Strecke heute angenehmer wird als gestern Nachmittag. Ging es ja sehr viel an der Landstraße entlang und kann nur besser werden. Ja, ein paar Metern befinde ich mich auch schon wieder auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Bin gerade durch Bergen gefahren, fahre hier an der Touri-Info vorbei, wo man sich Karten holen könnte. Da gab es auch Internet.
Ladestation für Autos. Ja, aber nicht für mich. Meine Akkus sind voll. Ja, heute Morgen bin ich ein bisschen matschig über einen Campingplatz geschlurft. Ich kam irgendwie nicht so wirklich in die Puschen. Ich habe auch langsam gemacht und bin auch ein bisschen verschnupft. Und heute Morgen kratzte mein Hals sogar. Aber ich fühle mich jetzt wieder fit. Und wenn man erstmal wieder auf dem Rad sitzt, ist das einfach so klasse. Es geht hier weiter an dem Holzstapel vorbei. Für mich immer die zwei schönsten Momente, morgens sich aufs Rad zu setzen und abends am Campingplatz anzukommen. Erster Anstieg für heute. Wie gesagt, ja, es ist jetzt 10:30 Uhr, ich habe noch 75 Kilometer. Und ich rechne immer so 15 Kilometer pro Stunde mit Pausen. Das heißt, ich wäre dann 15:30 Uhr da. Und das sollte nicht zu spät sein, dass ich noch einen Platz mir aussuchen könnte auf dem Campingplatz Adelholzer Alpenquellen. Da gibt es bestimmt auch ein Besucherzentrum mit Verköstigung. Aber wenn es eine Brauerei wäre, ja. Oh, ein benutzungspflichtiger Radweg. Ja, das fängt doch schon mal gut an. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das besser wird heute. Ja. Und nochmal kräftiger Anstieg zu Beginn. Und ja, es geht größtenteils bergab heute. Am Ende kommt noch mal eine Steigung und es ist eine Ruhe, ich genieße das. Nur ich und der Bosch. Bin mal gespannt, ob wir es später mal hinkriegen, in die neue Generation den Motorleiser zu bekommen. Gerade ging es wieder schön bergab. Ja, hab doch wieder einige Höhenmeter jetzt verloren und fahre jetzt an der Weißen Traun vorbei. Ja, ist immer schön, dass man direkt am Radweg auch mal eine Wirtschaft hat. Ja, das war der Kiosk oder das Restaurant oder Imbiss von dem Schwimmbad hier. Weiter geht's, parallel an der Weißen Traun. In 2,5 Kilometern komme ich hier in Traunstein an. Da graut mir schon immer ein bisschen vor, hier durch die Städte zu fahren. Bei den Radwegen, den innerstädtischen Radwegen. Aber mal sehen, vielleicht führt die Route etwas am Rand entlang. Ich will mal nicht so pessimistisch jetzt rangehen. Ich muss zwar nicht auf diese Brücke, ich hätte ja weiterfahren müssen. Ich drehe auch gleich wieder um. Ich wollte nur mal schauen, weil ich liebe so kleine Brücken. So, umdrehen. Das Ganze noch mal von der anderen Seite. So, für mich geht's hier rechts weiter auf dem BKR. Ja, hier ist eine Kiesstrecke, das ist aber okay. Ja, wie es aussieht, habe ich Traunstein durchfahren. Kaum Autos gesehen. Das ging immer schön am Bächlein Fluss entlang. Hier eine kurze Steigung. Und erreiche hier Ettendorf.
Ja, rechts ist kein benutzungspflichtiger Radweg. Das heißt, es gibt kein blaues Schildchen mit dem Fahrrad, mit dem weißen Fahrrad. Ich glaube, es wissen nicht wirklich alle, dass das bedeutet, dass man als Radfahrer fahren muss. Und wenn kein Schild ist, darf man auf der Straße fahren. Es waren vielleicht gerade mal 500 Meter an der Landstraße entlang. Ich sollte mal eine Brille aufsetzen. Und jetzt geht's hier schön wieder über die Wiesen. Mann, ist das öd hier. Wo es runtergeht, muss es wieder hochgehen. Oh, SD-Karte und Akku sind gleich alle. Muss ich gleich mal anhalten. Ich bin gerade mal eine Stunde unterwegs und habe schon 23,3 Kilometer gemacht. Man kommt echt gut voran jetzt. Oder ich, nicht Mann. Ich bin auch Mann, ja. Und manchmal denke ich auch, Leute, warum hört ihr euch den ganzen Quatsch an? So, ich fahre in den kleinen Ort Kirchsteg. Ja, gerade gab es eine kleine Abfahrt, deswegen bin ich so schnell. Nein, ich habe kein frisiertes E-Bike. Meins fährt 25 maximal, also mit Unterstützung. Und ich will es auch niemand raten, das zu tun, weil da wirklich hohe Strafen stehen. So um die 3000 Euro wird das kosten, wenn man erwischt wird und die Polizei ist geschult. Die wissen Bescheid. Also will ich nicht machen. Außerdem genießt das einfach bei 25. Oberteisendorf. Seit Teisendorf führt der Radweg wieder an der Straße entlang. Jetzt aber wieder abseits. Ich bin sehr zufrieden heute mit der Tour. Sehr zufrieden, wirklich. Das macht richtig Laune. Viele Abfahrten, kleine Steigungen waren dabei, aber halb so wild. Oh Mann, fahr doch. Ich bin jetzt erst in Teisendorf, so heißt's. Und hier habe ich sicher eine Chance, beim Bäcker Frühstück einzunehmen. Da war einer, aber da war alles belegt. Ach, hier ist noch einer. Das ist doch gut, da werde ich mich hier hinpflanzen. So, wo lasse ich das Fahrrad? Erstmal einen Schluck Wasser. Zu der Flasche gehe ich später noch mal ein. Wieso ich keine Feedlock jetzt dran habe. Ja, der Brötchen und der Kaffee, das war jetzt nichts Besonderes. Freundlicherweise hat die Frau extra mir die Brötchen zubereitet. Es hat auch ein bisschen länger gedauert, weil sie dann zwischendurch auch noch mal Kunden bedient hat. Jo. Ich habe den Eindruck, das kommt alles vom Edeka, aus der Industrieproduktion hier. Naja, wie auch immer, ich bin satt und ich habe jetzt nur noch 45 Kilometer. Es ist 8 nach 12. Dann komme ich echt gut voran heute. So, weiter geht's. Ich habe bestimmt jetzt eine Dreiviertelstunde da gesessen in meinem Bäcker. Ich habe noch ein bisschen Instagram-Anfragen kommentiert, beantwortet. Und die rechts. Rechts, tatsächlich. Und ja, Helge drinnen schrieb, ob ich denn nicht schwitze. Ist da so heiß? Nee, wir haben hier 23 Grad. Und mir ist es sogar etwas frisch.
Ja, ansonsten habe ich nur 45 Kilometer jetzt und bin super gut vorangekommen. So ein Waldabschnitt. Ah, Theißendorfer Quellwasser gibt's hier. Kirche und Bier. Na, eins wäre mir lieber davon. Ja, ist hier ein Bierwanderweg. Ich habe gerade kurz Pause gemacht. Mein Sohn, der wollte heute in Hamburg eine Tour mit seiner Freundin machen, also auch mit dem Fahrrad. Da habe ich ihm kurz über bikerouter.de eine Route zusammengestellt, habe ihm einfach den Link geschickt. Das ist super praktisch. Und da kann er sich einfach das GPX dann exportieren und in ein Navigationsprogramm seiner Wahl dann importieren, sich navigieren lassen. Jo, ich mach mal weiter. Zu gerne hätte ich mich da jetzt auch hingesetzt, aber es ist noch recht früh, 13.06 Uhr und ich habe ein bisschen rumgetrödelt mit dem Bäcker und gerade noch mal mit der Route, die ich da zusammengestellt habe, muss ich mal zusehen, dass ich jetzt weiterkomme. Prognose sind 16 Uhr, Ankunft am Campingplatz. Geht's wieder runter. So, das war Anger und es geht weiter, bergab. Die stehen im Stau, egal. Und ich roll hier den Berg runter. Der Verkehr rollt wieder. Ich vermute, ich muss in dieses Tal fahren. Nachricht von Amazon. Mein Päckchen ist da mit dem Trigger. Achtung. Fast die Tür gegen den Kopf gekriegt. Ja, mein Päckchen mit der Oberrohrtasche ist da, die ich mir noch mal gekauft habe, weil der Reißverschluss kaputt ist. Hofcafé geöffnet, rechts lang. Meine Haare haben ganz schön die Decke berührt. Bei den letzten Radtouren habe ich, glaube ich, keinen einzigen Spieler auf irgendeinem Spielfeld gesehen. Corona-bedingt. So, ich habe mich ein kleines Stück verfahren. Das Osmand, also mein Navi, war wie die Sprachansage aus. Ja, falls ihr die Strecken doch irgendwie nachfahren wollt, prüft meine Komoot-Strecken. Das sind meine Aufzeichnungen, auch einschließlich der Verfahrer. Bitte da nicht beschweren, an irgendwelchen Sackgassen landet. So, das wird eine kleine Herausforderung hier. Also, was die sich da ausdenken. Yes. Zug.
Ja, hier bin ich schon mal rumgekommen. Fast. So, jetzt bleibe ich auf dem Gleis stehen. Ja, die zweite Barriere hat auch besser geklappt, ohne Kamera und mit weiß ausholen. Ich habe nirgendwo angeeckt. Jetzt haben wir eine kleine Holzbrücke. Und jetzt geht's hier. Ich nehme an, durch städtisches Gebiet schon. Jetzt bin ich links. Vom Berchtesgaden. Bin ich schon so weit? Nee, eigentlich glaube ich nicht. Ich will mich gar nicht lange aufhalten. So, ich bin jetzt in Bad Reichenhall, gerade eingedrudelt und denke mal, wo ist die links? Oh Gott, ey. Ich denke mal, je früher ich am Platz bin, desto schöneren Platz kann ich mir aussuchen. So, bin gerade echt im Drive. Ja, stimmt die Strecke. Und jetzt? Rechts. Rechts abbiegen. Oh, eine Ampel. Ich habe schon lange keine mehr gesehen. Aber grün. Osmand hat mir gerade einen Kaisersohle-Bohnen angekündigt. Müsste gleich auf der rechten Seite sein. Nach 100 Metern leicht rechts abbiegen. Ein Biergarten. Ja, das ist mit Fahrrad draußen lassen. Ja, schade. Ich muss das Fahrrad draußen lassen und erspare ich mir einen Trink jetzt. Tafelwasser statt königliches Brunnenwasser. Ja, ich wollte dir noch was zu der Flasche sagen. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich habe ja aufgemeckert, dass Wasser aus Plastikflaschen irgendwie einen üblen Geschmack haben. Also habe ich mich mal bei Amazon umgeschaut nach Edelstahlflaschen und bin dann hier auf die Flasche von Made of Steel gestoßen, weil die nämlich kompatibel ist mit SodaStream, also mit dem Crystal von SodaStream. Und ja, das war für mich, also ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, die mit auf Tour zu nehmen. Zunächst habe ich überlegt, ich kaufe mir eine Universalhalterung von Feedlock und baue das an. Das habe ich dann auch gemacht, habe eine bestellt und ja, die hat einfach zu dick aufgetragen. Kollidiert halt hier, die ging dann so weit raus. Und das war einfach alles zu eng hier. Also habe ich wieder meinen normalen Flaschenhalter angebaut. Ja, die Flasche ist klasse. Da passt genauso viel rein wie in diese Crystal-Flaschen, also diese bauchigen Crystal-Flaschen. Und die kann man schön im Kühlschrank horizontal lagern. Bei den bauchigen Glasflaschen ist es immer schwierig, die kippeln immer hin und her. Ja, dann habe ich bei der Firma Made of Steel einfach mal angefragt, ob sie mir ein paar zuschicken. Weil ich so begeistert bin und davon erzählen wollte, finde ich, könnte ich auch was davon haben. Ich mache ja im Prinzip Werbung. Also ich muss jetzt Werbung einblenden, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme. Aber Made of Steel hat mir ein paar Flaschen zugeschickt. Die haben jetzt nichts mit SodaStream zu tun, sondern die sind halt kompatibel. Ja. Und habe jetzt zwei Flaschen noch zu Hause rumliegen. Eine davon würde ich gerne verschenken. Habe mir überlegt, schickt mir doch einfach, oder wer Interesse hat, schickt mir doch einfach ein Foto von eurem Crystal Soda Stream. Am besten ihr noch mit drauf. Und ich suche mir dann eins aus und der bekommt dann von mir die Flasche kostenlos zugeschickt. Ja, die kostet im Handel 30 Euro. Ich habe dafür auch 30 Euro bezahlt. Ich werde natürlich meine Feedlock-Halterung zu Hause wieder anschrauben, weil im Alltag möchte ich diese Halterung auch nicht im Fahrrad haben.
dann überlege ich mir da noch was Neues. Oh, da sehe ich einen Wasserhahn. Schauen wir doch mal. Nee, ist nix. Ja, ist ja bekanntlich eine Kurstadt. Ja, jetzt geht es hier doch noch mal durch die Fußgängerzone. Darf man aber mit dem Fahrrad durch. Muss natürlich Rücksicht nehmen. Sie passieren PUI Trinkwasser Egidiwandbrunnen. So, es kommt gleich noch mal Trinkwasser. Sie passieren PUI Trinkwasser. Oh, hier. Trinkwasser aus dem goldenen Wasserhahn. Cool. Oh, die Flasche ist gleich richtig kalt geworden, als ich sie abgefüllt habe. Und das ist auch eiskalt, das Wasser. Links abbiegen, dann nach 40 Metern rechts abbiegen. Danke. Rechts abbiegen. Na, da führt der Bodensee-Königssee-Radweg durch. Metern rechts abbiegen, dann links halten. Ja, jetzt kommen die nächsten 5 Kilometer Steigung. Wir sind jetzt auf 469 Meter und es geht auf 701 hoch. Da werde ich meinen Akku wohl noch wechseln müssen. Ja, das wird ein bisschen komische Wegeführung hier. Leicht links abbiegen, dann nach 20 Minuten. Ich bin jetzt wieder raus aus Bad Reichenhall und hab noch gar nicht das Ortsschild gesehen. Bin schon wieder in the nature. Cool. Also heute hat es mir richtig gut gefallen bisher. Oh, was für ein Baum. Leicht rechts abbiegen. Oh, schöner Blumengarten hier. Oh, noch 16 Kilometer. Oh, mein Akku hat nur noch 14% Kapazität. Und schlagartig hat die Leistung nachgelassen. Meine Güte, was der Motor leistet für mich. Schon der Wahnsinn. Ich wechsle mal den Akku. Jetzt habe ich wieder die Power der zwei Herzen. Ah, geil. Es hat mich jetzt genau 2 Minuten gekostet. Mit einschließlich Verstauen und rein, raus. So. Berchtesgaden zur Packstation. Jetzt dachte ich, die Rennradfahrer überholen mich. Ich bin schnell vor dem rausgezogen. Aber hier lief ich kein Rennen. 50 Meter links abbiegen. Uiuiui. Wie angekündigt. Nach 100 Metern leicht rechts abbiegen. Wie angekündigt, geht's jetzt hier richtig geil hoch. Bei solchen Situationen fällt mir mal wieder ein, dass ich Magnesium kaufen sollte. Meins ist nämlich alle. Leicht links abbiegen. Hier in dem Fluss fließt kein Wasser mehr. Oh. Hey, der Blutz. Oh, schön ist es hier. Auch ohne Flussgeplätscher. Bald haben wir die 701 erreicht. Demnächst nach 650 Metern leicht links abbiegen. Okay, es war nur auf 690 Meter. Leicht rechts abbiegen. 50 Meter.
Metern. Ach, das kleine Ritzel müsste jetzt auch ein bisschen gelitten haben. Das heißt, das große Ritzel, einen kleinen Gang. Das ist immer noch meine erste Kassette, die ich drauf habe. Und die sieht immer noch tippitoppi aus. Ich habe jetzt insgesamt auf dem Rad 14.455 Meter. Kilometer natürlich, war abgelenkt durch Radfahrer. Folgt doch Abfahrt. Wir sind hier in der Mitte etwa der Höhenliniengrafik. Jetzt geht's noch mal hoch. Ja, jetzt geht's hier an der Straße. Schön bergab bis nach Berchtesgaden. Nur was schade ist, an jeder Abzweigung oder jeder Einmündung muss ich fast auf Null runterbremsen, weil es halt diese Bordsteine gibt, die nicht vollständig abgesenkt sind. Ja, hier war das mal der Fall. Ja, auch hier ist das Flussbett ausgetrocknet. Komplett. Da geht gar nichts mehr. Immer aufpassen, dass du nicht in so ein Schlagloch reinfährst. Aber hier fließt noch Wasser. Oh Gott. Ich bin auf der Suche nach dem Radweg. Damals führt das gerade direkt durch die Bushaltestelle durch. Gerade war es da einen Meter breit, da lief meine ganze Familie. Muss ich erstmal wieder durchklingeln, jetzt haben wir Kopfsteinpflaster. Das ist ja in Deutschland noch nicht verankert. Aber ich fahre mal eigenmächtig auf der anderen Flussseite weiter. Hier gibt es einen Radweg. Ja, den hatte ich so nicht geplant, aber meine Planung muss ja auch nicht hundertprozentig richtig sein. Nee, hier komme ich nicht weiter. Ich muss da irgendwie an der Straße entlang. Das ist so ätzend, oder? Route neu berechnet. So, kann ich wieder. Jetzt habe ich doch zwei Radler gefragt und die begleiten mich jetzt den richtigen Radweg entlang. Ja, das muss man halt wissen, dass Bodensee-Königssee-Radweg auch Landstraße bedeuten kann. Aber es sollte bald in Berchtesgaden sein. So, noch einen Kilometer. So, ich bin gleich beim Bahnhof. Der, bis der in die Puschen kommt, fahre ich aber los hier. Nach 100 Metern leicht so. Rechts ab. Oh, 30 gilt auch für mich. Ich muss mich echt zusammenreißen. Wie schlimm das hier mit dem Verkehr ist. Oder? Nicht geregelt ist für den Radfahrer. Jetzt suche ich hier die Packstation. Die muss da irgendwo sein. Jetzt bin ich hier auch schon vorbeigefahren gerade eben. Die muss hier sein. Ja, da kam ich gerade her. Da sieht man so Fahrradsymbole. Und dann muss man sich da in diesen Kreisel einordnen. Dann bin ich da hinten erstmal rausgefahren, weil ich mich so unter Druck gesetzt gefühlt habe durch den Verkehr. Und dann kam ich nicht wieder rein, weil von oben Verkehr war. Ey, Leute,
Das ist der Hamburger Fahrradstadt dagegen. Ich habe gerade so einen Typ gefragt. Parkstation ist auf der anderen Bahnhofsseite. Und da muss man erst mal den Berg hoch. Oh Leute, das ist bestimmt nicht die Parkstation hier. Ja, was hatte ich gestern gesagt? Verlass dich niemals auf eine Wegbeschreibung von irgendwelchen Leuten. Da hat mich so ein Typ jetzt hier hochgeleitet in die Altstadt, wo ich auch schon vorbeigefahren bin. Und jetzt kann ich wieder runterfahren. Ich habe nochmal eine Frau gefragt. Die kennt sich hier aus. Das ist tatsächlich da unten beim Burger King. Jetzt können wir runterfahren. Da war oben nur eine kleine Poststation. Da ist sie doch. Mann, hier war ich schon. Habe ich mal wieder die Augen nicht richtig aufgemacht. Da war doch gerade der Code. Warum zeigt er den nicht mehr an? Hey, es ist. Abholen. Nach 100 Metern rechts abbiegen, dann links halten. Hallo, eine Bestellung bitte. Ich hätte gerne einen Whopper. Alles bei Ihnen? Ja. 5,69. Fahren Sie vorne bitte rein. Ja. Ja, sind noch 5 Kilometer. Aber weil es so einfach war, habe ich jetzt mir einen Whopper geholt. Ja, es sind doch nur noch 3,75 Kilometer, 75 Meter Anstieg etwa. Bis zu meinem Campingplatz Mühlleiten. Ja, ich bin dann etwa um 16.30 Uhr. Da fahre ich erstmal dahin, melde mich an, baue das Zelt auf. Und zum Schluss fahre ich dann nochmal an den See runter. Keine 3 Minuten später und ich bin hier schön wieder im Bach. Und es geht jetzt die letzten 3,5 Kilometer. Das wird eine Spazierfahrt. So, das ist auch schön. 1,7 Kilometer. Sie streichelt so. Na, 800 Meter und ich dachte, ich bin gleich da und jetzt geht's noch mal heftig hoch. Hui, hier geht's auch noch mal auf die Straße. Wie komme ich hier auf den Radweg? Ist scheißegal. Ich fahr jetzt hier. Die Straße ist so breit. Könnten die 3 Radwege nebeneinander bauen hier. Ja, da ist er ja. Ja, das ist die Anmeldung. 70, Schönau am Königssee erreicht. Da sind noch gerade 2 drin und die müssen wir wahrscheinlich weiterfahren. Ich hoffe, dass er meine E-Mail als Reservierung verstanden hat. Ja, mal gespannt, ob es klappt. So, ich darf hier aufbauen. Er hat wirklich einen harten Job. Er hat gerade 3 vor mir Leute abgewiesen. Was? Nee, darfst du nicht aufs Foto. Muss ich deine Eltern fragen. So, nochmal, da war ein kleiner Junge. 3, 4, der wollte unbedingt aufs Foto. Ja, ich habe gerade mit der Rezeption gesprochen. Die meinten, Radlfahrer nimmt da immer. Und hat aber vor mir schon 3 abgewiesen. Die dürfen wieder fahren, nicht mal parken, nichts hier. Also ist hoffnungslos überfüllt. Und ich darf hier direkt eine Rezeption aufbauen.
bin nochmal losgefahren vom Campingplatz und sehe hier ein Meer an Autos. Ja, ja, ich zeige euch nicht sofort den Königssee, weil ich den selber noch nicht gesehen habe, sondern ich zeige das so, wie ich das erlebe. Die meisten kommen ja dann schön idyllisch am Königssee an. Ich komme erst mal am Parkplatz an. So ist das bei mir. Jetzt suche ich den See mal. Ich kann ja bei der Touri-Information mal fragen. Und da will ich jetzt nicht lang fahren. Ich fahre außen rum an See. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Kleinen Umweg. Nach 90 Metern. Aber kein großer. Dann links halten. Ich bin gespannt. So, ich schleife mich mal von hinten an. Oh, verschaltet. So, ich würde mal sagen, ich habe den Bodensee-Königssee-Radweg gegessen. Hunger habe ich jetzt gerade nicht. Ja? Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie durchkomme. Ist nicht so einfach, weil hier viele Menschen sind. Ah, es sieht schon schön aus, das Wasser und der See und überhaupt. So, das hat mal gerade irgendwie 10 Minuten gedauert, hier runter zu fahren zum Campingplatz. Hier planscht ein Hund. Und ja, es würde sich sicher lohnen, hier mit dem Schiff mal eine Runde zu fahren. Da kann man ja an so einen Gletscher ranfahren, wenn der überhaupt noch da ist. Der Bodensee-Königssee-Radweg war schon klasse. Mir reicht's aber, ich würde auch gerne wieder was anderes sehen. Ja, und das mache ich auch. Ich werde morgen starten auf dem Alpe-Adria-Radweg. Das heißt, ich fahre erstmal nach Salzburg und von Salzburg geht's dann los. Campingplatz habe ich gebucht. Ich habe ungefähr 100 Kilometer für morgen mir vorgenommen. Jetzt nicht in die Ferne schweifen, sondern einen Leberkäse reinpfeifen. Wenn ich schon mal da bin, dann auch richtig. So, Leberkäse und Bier waren lecker. Ja, Fazit zum Bodensee-Königssee-Radweg. Hat Spaß gemacht. Ja, mit viel Gepäck ist es immer mit Vorsicht zu genießen, weil doch die Ebenheit nicht immer gegeben ist. Und ja, teilweise sind die Strecken halt an der Landstraße. Also das war jetzt gestern so der Fall. Da ist laut Wikipedia wohl die Strecke noch nicht ganz fertiggestellt. Aber ich habe andererseits auch keine Bauarbeiten da gesehen, dass da irgendwas getan wird. Ja, es hat Spaß gemacht, ich kann es jedem empfehlen. Mit einem normalen Rad ist es schon eine Herausforderung. Auch mit dem E-Bike ist es nicht ganz ohne. Ich habe vollen Respekt vor Lucy, der vor kurzem den Radweg mit seinem normalen Rad und auch mit vollem Gepäck gefahren ist. Er hat 6 Tage gebraucht. Ich bin jetzt an 5 Tagen hier die Strecke gefahren. Aber 6 Tage mit dem normalen Rad, Hut ab, wirklich Hut ab. So, jetzt fehle ich mich mal ein hier, während ich quatsche. Ja, schaut gerne mal in seine Videos. Jetzt fahre ich über die Tankstelle. Das ist hier alles noch nicht so ganz ausgebaut. Ja, ich verlinke den Kanal mal unten. Lucy hat mich ja auch sehr stark inspiriert, Radreisen zu machen. Deswegen schöne Grüße nochmal von mir. Ja, und morgen geht es dann weiter Richtung Salzburg und dann den Alpe-Adria-Radweg. Ich danke euch fürs Zuschauen und
Ja, was bleibt anderes übrig, als Tschüss zu sagen? Ciao.